Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir sind wieder gemeinsam unterwegs im Scania durch Europa im Euro Truck Simulator 2. Ja, in der letzten Folge haben wir in München unseren Tanklaster ziemlich übel auf die Seite gelegt. Hoffen wir, dass wir sowas diesmal vermeiden können. Wir haben es zwar noch nach Basel hingeschafft, nur Geld haben wir keins mehr gekriegt. Naja. In diesem Sinne würde ich sagen, mal gucken, was wir in Basel so Nettes finden, wo wir hinfahren können. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video und auf nach Basel. Gut, schauen wir mal gucken hier. Ah, vielleicht nochmal eben die Anlage ausschalten, dass ich nicht alles doppelt höre. Basel, keine Treffer in Basel. Zürich ist mir eigentlich zu weit. Ich war eigentlich schon direkt von Basel. Liebherr. Montpellier. Schokolade nach England rüber. 16 Stunden mit Fährfahrt quer durch Luxemburg. Entweder das oder wir fahren nach Südfrankreich runter. Nach Montpellier. Oder Italien? Könnten wir mal nach Italien fahren, ne? Frankreich war ich schon so oft. Ich würde sagen, wir fahren mal nach Italien runter. Kurze Runde Italien. Und von Italien können wir dann mal weiter gucken, wo wir noch so hinfahren können. Ups. Habe ich die Klammer von meinem Lenkrad gelöst. Das ist nicht so gut. So. Frei wie der Wind. So, wo müssen wir hin? Drive safe. I always drive safe, my friend. Oh, mein Lenkrad steht wieder gerade. Ich bin begeistert. Turn left. Ich turne doch schon left. Get ready to turn left. Jo. Da hinten wieder links, ja. Turn wieder left. Links, and yep. Then turn right. Vorsicht, Straßenbahn, okay. Oh ja, hier sind Straßenbahnen. Fahren hier auch Straßenbahnen? Turn right. Hier direkt auf dem Hof? Ja. You have arrived at your destination. Your route guidance is now finished. Very excellent. My route guidance is now finished. Wir wollten Beef Liver. Beef Liver ist das? Was ist denn Beef Liver? Liver ist Leber. Beef ist Beef. Oder ist es Kuh? Wird Kuh lieber, wird Beef auch als, wird Kuh auch als Beef bezeichnet? Guck mal, wir könnten auch Schokolade fahren. Aber wir wollten ja hier da. Den Flatland Trailer wollten wir fahren, ne? What are we waiting for? Geht's nach Italia. Oh, hatte ich mich nicht gerade gefreut, dass mein Lenkrad wieder gerade steht? Ah. Tut's nicht mehr. Okay. Egal. Oh, das ist schlimm. Bald gibt's ein neues. Turn left. Wenn ich mal ein paar Euro zusammengekratzt habe dafür oder ein paar mehr. Turn right. Man will ja auch was Ordentliches haben, nicht? Ich will ja keinen Schrott kaufen. Polizei. Get ready ja, in der to Schweiz turn ist die right. Polizei rot, ne? Da
müssen wir rauf. Ja, genau. Ach, guck mal, da kommen wir sogar her. Also nicht ganz, aber fast. Brauche ich gar nicht, ha? 1000 Meter trennt sich das, ja. Und wohin? Wir müssen links rum, okay. Also wechseln wir mal schnell auf die linke Spur, würde ich sagen. Oder auf die mittlere zumindest, die dürfte sich ja teilen. Keep left. Ja, vermute ich mal, dass sie sich teilt. Ja, tut sie auch. Sprit 1600 Kilometer, so weit fahren wir nicht. 714 Liter, schon wieder nur noch halb voll. Okay. Naja, auf in den Süden. Ballos ist dabei. Dann, ja, komm, ich mach den Platz. Ich bin so ein lieber Mensch. Aber immer nur sonntags. Samstags hätte ich ihn abgedrängt. Right, and then exit right. Richtung Gotthard. Ja, schön. Da waren wir noch nicht, ne? Exit right. Das Lenkrad macht mich vogelig. Naja. Ist er da wieder Millimeter zur Seite gedreht. Und er legt sich auf die Seite. Und das hatten wir gestern erst. Das wollen wir nicht schon wieder. Wir wollen uns nicht wieder auf die Seite legen. Wiggertal. Wir müssen rechts, wa? Ja. Bleiben wir gleich auf der Spur. Sandbären, Basel. Basel kommen wir doch gerade her! Keep right and then exit right. Ja, Luzern ist Luzern. Ja, Luzern ist noch Schweiz. Ja, Milano exit aber nicht. Right. Und Lugano ist... Lugano wüsste ich jetzt nicht. Ist das noch Schweiz? Ist das schon Italien? Lass dich lügen. Das könnte auch schon Italien sein. Ab über die Alpen. Giuano, ein Bus. Die Karte mal wieder auf einer vernünftigen Größe einstellen. So. Für Überlandfahrten ist das genau die richtige Größe. Tipp, das Gaspedal ist das rechte. Wenn du das drauf drückst, dann kommst du auch vor den LKW raus. Selber schuld. Ach, guck mal hier, geht doch nicht nur in Deutschland. Auch in der Schweiz können sie drängeln. Schön. Aber ich glaube, das liegt eher daran, dass der schnell ankommt und dass die KI die Verzögerung nicht richtig berechnet. Dass er so dicht auffährt. Weiß ich, vielleicht ist es Absicht. Dann hätte nur noch die Lichthupe gefehlt. Mal kurz was tun. Das macht jetzt leider einmal kurz hässliche Geräusche. Weil mein Headset hat mir gerade verkündet, dass es Durst hat. So. Warum fahren wir so langsam?
Er fährt einen Stein spazieren. Ich will gar nicht wissen, was ein Stein in der Größe wiegt. Ich glaube nicht, dass du den mit dem LKW fahren darfst. Definitiv an der Bremsberechnung von der KI liegen, dass sie so dicht auffahren, weil der ist ja gerade auch schon wieder fast drauf geknallt. Guck mal, ist das nicht schön hier. Das ist ein schönes Panorama. Das ist ein schönes Tal hier. Herrlich. Warum fährt er nach links rüber? Soll das? Mit 70 auf der linken Spur. Ach, deswegen. Versuch was wert. Ja, man überholt nicht rechts, ich weiß. Schimpf doch nicht mal mit mir. Das ist ein Spiel, da kann man das machen. In der Realität natürlich nicht. Ich muss mal kurz wen aus dem Chat schmeißen. Spam schädliche Lobotcon. Zack. Schließen. Blockieren, blockieren. So. Kann ich die Nachricht auch direkt löschen? So. Musste mal kurz einen Bot aus dem Chat schmeißen. Nein, ich möchte nicht keine Follower kaufen. Die Leute gucken mir zu, wenn sie Spaß daran haben, oder sie gucken mir nicht zu. Wenn sie mir nicht zugucken, ist das auch in Ordnung. Ich habe trotzdem Spaß dran. Wäre zwar schön, wenn mir Leute zugucken, aber wenn mir keiner zuguckt, dann ist das so. Da brauche ich keine Bot-Konten kaufen für Geld, damit ich mehr Follower habe. Also, nee, nicht wirklich. Ja, mein Headset gibt schon wieder den Geist auf. Das ist jetzt das dritte Artemis von Logitech, was mir kaputt geht. Innerhalb von 2 Jahren. Gibt dann wohl was anderes als nächstes. Na, mal gucken, wie lange es noch durchhält. Finde ich schade, aber das an den schön sitzt. Aber ein Headset, was nicht zuverlässig ist. Das ist das zweite, wo mir die eine Tonseite abschmiert. Und das erste ist mir... Eins ist mir abgeschmiert beim... beim Update. Ich habe das jetzt halt aufgehängt beim Firmware-Update, danach ging gar nichts mehr. Hat Amazon aber super schnell ausgetauscht. Zwar, nächsten Tag war schon ein neues da. Muss man ja dazu sagen. Go straight. Auch wenn man Amazon nicht unbedingt unterstützen muss. Aber bei solchen Sachen sind die echt fix. Oder kann ich wieder nur sagen, kauft bei eurem lokalen Hardware-Shop. Der berät euch auch vernünftig. Also wenn du einen vernünftigen Laden da hast. Gibt es natürlich nicht mehr überall. Ich meine jetzt mit lokalen Hardware-Shop. Upsi, Entschuldigung. Meine ich natürlich jetzt nicht die großen Ketten oder so. Sondern einen richtigen Hardware-Shop. Die können einen da vernünftig beraten. Wenn man die Möglichkeit hat. Manchmal hat man sowas im Umkreis ja nicht mehr. Aber auch da kann man im Fachhandel bestellen. Das ist doch immer mehr zu empfehlen.
als bei so einem Global Player. Es ist dunkel in den Bergen. Hier runter? Nein. Nee, Lichtenschein wollen wir nicht hin. Wir wollen nach Italien. Ah! So. Ich wundere mich schon, dass er so laut ist. Ah, okay, wenn man das Steam-Overlay aufmacht, macht der Pause. Sehr schön. Ich wollte nämlich kurz was nachgucken. Macht auch nicht jedes Spiel. Einige Spiele fahren stumpf weiter. Guck mal, schöne Talbrücke hier. Leider fahren wir aber... das ist das Blöde bei so einem Rechtslenker. Bei so einem Linkslenker, wir könnten da rechts nicht wirklich runter gucken. Das müsste mein Beifahrer sein. Warum werden die alle so langsam? Ich überhole jetzt. Dabei bin ich doch schon untermotorisiert. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch so kleine Passstraßen gibt, durch die man fahren kann. Was hat er denn da drauf? Ach, hier. Ein paar Tankcontainer, okay. Tanktainer. Ist das schon Italien hier? Oder ist das noch Schweiz? Ach, guck mal, ist das nicht wieder... Warum haben wir eigentlich einen Spiegel? Man sieht leider nicht so viel vom Ausblick. Schön. Schön. Schöne kleine Stadt hier. Der Schlepper ist ein bisschen überkandidelt für so einen Bodensee, aber... Oder für so einen See, ich weiß ja nicht, was das für ein See ist. Aber wir sind noch in der Schweiz, okay. Auf jeden Fall ist der Schlepper ein bisschen sehr groß für so einen See. Also sowas fährt im Hamburger Hafen rum. Wenn du jetzt mal überholen würdest mit deinem Pkw da hinten. Okay, dann kann ich nämlich auch. Was? Gib ihm. Ist das hier? Haben wir 43er Scania? Ja, ne? Das ist er wieder. Ja, ich glaube ja. Oder ein alter Duff. Konnte ich jetzt nicht genau erkennen. Keep right. And then exit right. Exit right? Achso, wir müssen wieder durch den Zoll. Italien ist Schengen. Exit right. Yes, sir. Carlsberg. Oh! Ich dachte, das wäre hier Schengengebiet. Da braucht man nicht durch den Zoll. Oder, na gut, wir kommen aus der Schweiz. Aber Schweiz ist doch auch Schengen, oder? Kann man doch auch so rein, ne? Meine ich. Bin mir da nicht sicher. In der Schweiz war es auch schon 20 Jahre her. Gar keiner am Zoll hier. Wenn die auch nicht anhalten brauchen. Nee, ist ein Volvo. Alter Volvo, oder? Sehe ich das richtig? Lello, Trempels. Milano, da wollten wir hin, glaube ich, ne? Wir wollten nach Milano. Ich kann sagen, der zieht jetzt noch rüber. Das wäre es ja noch gewesen. Rums. Turn on your lights on the motorway. Ich glaube, das stand da, ne? Wir fahren immer mit Lights. Hier ist die Beleuchtung ein bisschen besser. Jetzt kann man das vielleicht... Guck, was ist das? Ich meine, es ist ein Volvo. Zack. Fotostudio. Fotomodus. Ja. Alter Volvo.
Alt, so alt ist er gar nicht. Ah, doch, der hat noch die eckigen. Da sieht unser Scania aber schöner aus. Osterschweiz. Ach, Volvo. Auch aus der Schweiz. Alles Schweizer hier. Guck mal, er hat so Windleitbleche da hinten. Ganz ein cooler. Ganz ein cooler. Der holt wieder auf. Nee, jetzt sind wir hier vorbei, glaube ich. Bella Italia. Strom gibt's ja auch, das ist was bedeutet denn das Blaue? Ist das Blaue die ökonomischste Geschwindigkeit? Ich vermute mal, wa? Oder die ökonomischste Drehzahl auf dem Tacho? Wahrscheinlich, ne? Höchste Wirkungsgrad vom Motor? Milano, Torino, da wollen wir hin. Oder? Milano. Venezia? Nein, wir wollen da doch nicht hin. Hä? Wir fahren doch nach Milano, oder nicht? Fahren wir nicht nach Mailand? Doch. Mailand ist doch Milano, oder? Ja. Okay, anscheinend müssen wir andersrum da ranfahren. Ja, dann ist ja auch okay. Da ist Mailand. Keep left. Keep left, jawohl. Das heißt, wir bleiben auf der zweispurigen. Fahren wir noch eine rüber. Er sagt, ich soll nicht nach Milano fahren. Ich stehe überall in Mailand. Ich fahre aber nicht nach Mailand. Ich fahre geradeaus weiter, okay. Da hinten müssen wir gleich garantiert nach rechts rüber. Ich wechsle mal die Spur. Das sieht so aus da auf dem Navi. Na, keep right. Right. Ja, sag ich doch. Then exit right. Right and then exit right. Das kriegen wir wohl gerade noch so hin. Wir liegen hier die Spuren. Oh, da soll ich exit raus. Ne? Right. Blinken vergessen. Das war jetzt nicht ganz so. Entweder habe ich das Schild nicht gesehen oder das war nicht gut zu erkennen. Macht aber nichts. Wir haben es ja geschafft. Duster. Ich die Lampen jetzt unten hätte, könnte man sie ja anlassen bei der Betonmauer, wenn ein PKW von vorne kommt. Aber wenn die auf dem Dach sind, sind nicht so nett. Erster Aufenthalt in Mailand. Errungenschaft freigeschaltet. Imperator 1 von 26. Nur noch 26 italienische Städte, die wir abfahren müssen. 25, Entschuldigung. Noch 25 italienische Städte, die wir abfahren müssen. Keep left and then turn left. Könnte man natürlich mal machen, das wäre einfach Italien erkunden, ne? Hier muss ich links, ne? Ja, genau. Und dann zickzack rüber und direkt nach rechts. So viel gebremst. Ja, wer bremst, verliert, ne? Turn right. Jo. I will do. Milano. Und Milano ist eine Sackgasse. Guck an. Oh, ganz schön verkehrt. Get ready to turn left. Yes, sir. Oh, ja, die Karte nahe ranholen. Halb irgendwas, halb drei. Gott, hab ich lange geschlafen. Naja. So. Warum stehen hier... So, Disco-Zeit, weil hier stehen überall Leute in Dunkel. Aber wahrscheinlich stehen die ja tagsüber auch. Die stehen da wahrscheinlich immer. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da immer stehen. Here we are, safe and sound. Here we are. Wo müssen wir denn hin mit der Kiste? Da hinten soll der hin. Okay. Da. Ach du Hilfe. Ah, ihr seid ja witzig.
Und dann den ganzen Mist auch noch über den rechten Spiegel, wa? Das ist ja wieder toll. Das ist ja gar nichts. Mal aussteigen und gucken. Ja gut, dann würde ich sagen, den Trailer einfach mal rumdrehen. So weit wie es geht. Ups, das war zu viel. So. Dann schieben wir den über den Spiegel da rein. Markierung. Abgeliefert. Süße. Level 8, wa? Sehr schön. Da gibt's wieder einen neuen Punkt. Sprit sparen. Fernfahrten. Machen wir später. Hochwertige Fracht könnten wir nochmal machen. Ja, könnte man mal machen. So, anwenden. Sehr schön. Was gibt's denn für neue Aufrissteile jetzt hier? Vielleicht noch einen neuen Motor? Ich hätte ja gerne noch einen neuen Motor, ne? Da! 400 PS Motor, da ist er. Single Exhaust Stack, Steinschlagschluss, Schutz. Größere Kabine scheint es zu geben. Könnte das sein? Euro 2. Wooden Steering Wheel. 410 PS. Highline, High Roof, 6x2 Fahrwerk. So langsam wird's interessant hier. Ich würde sagen, da fahren wir dann noch eben in die nächste Werkstatt. Und gucken nochmal eben, was wir uns hier so, was wir uns so antunen können, wa? Das machen wir mal eben. Navi, zieh die nächste Werkstatt, bitte. Hör auf zu piepen. Weil dann können wir nämlich, wir haben jetzt 380, das ist wieder 20 PS mehr. Und Tuning, 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 ne? Wir brauchen Power. Für wie viel Cash haben wir denn überhaupt? Haben wir noch genug Cash dafür? 41.000. Ja, ich hatte zwar eigentlich gesagt, wir wollen einen Kredit abzahlen, aber ein bisschen mehr Leistung. Get ready to turn right. Nee, wir fahren einfach mal stumpf geradeaus und fahren links. Bis wir diesen kleinen Wurmfortsatz von der Straße da hinten noch mit erkundet haben. Recomputing. Recomputing, yes my friend, recompute please. Turn right. IKEA, ne, zu IKEA wollen wir nicht. Also vielleicht gleich, wenn wir da, vielleicht holen wir da gleich was ab. Wie weit ist es denn bis überhaupt bis zur nächsten Werkstatt? Oh, da ist ja rot. 16 Kilometer, das ist ja quasi um die Ecke. Keep right. 16 Kilometer leer, ja, es rentiert sich jetzt nicht, aber wir wollen einen dicken Motor haben, Mensch. Genas. Ach, der läuft aber hier, du. Ohne Auflieger rennt der. Wow! Siehst du? Deswegen ist der Sattelzugmaschine leer nicht gut. Keep right. And then exit right. Ja, gut, dass wir eh zur Werkstatt fahren. Exit right. Was ist das? Achso. Direkt wieder rechts? Turn ja, ne? Right. Ja. Gut, dass wir eh in die Werkstatt fahren. Alter Schwede. Ich würde fast sagen, wir klatschen da jetzt mal das
Wenn wir uns das leisten können, das 6x2 Fahrwerk drunter. Können ja, wenn wir leicht genug sind, können wir die Liftachse ja anheben. Keep right. Für Wendigkeit können wir die Liftachse ja mal hochdrücken. Ist hier 80 oder 50? Ich kann es nicht genau erkennen. Ich fahre einfach mal so schnell weiter. So. Da hinten müssen wir garantiert left. Keep left. Ja, then turn left. Turn left, jawohl. Italien bei Nacht. Turn left. Noch nie gewesen in Italien. Da vorne ist auch da. Der Schuppen da, das ist die Werkstatt. Huch! Einmal zu stark gebremst und schon haut der Retarder mir hier in den Rückwärtsgang rein. At the roundabout, take the first exit. Yes, at the roundabout, take the first exit. Exit now. So, und da dann hin, wa? Turn right. Hat die jetzt auf? Oder hat die Öffnungszeiten? We're here. Now drop the load and go. Yes, we drop the load and go. We have no load, my friend. We only have... an empty truck. So, Wartung. Erstmal wieder Eile machen, die Kiste, nachdem wir sie gerade kaputt gefahren haben. Aber wir ein bisschen doof sind. So, LKW-Konfigurator. Oh, mal gucken hier. Ja, ja, Ladesteam Inventarobjekte. Ist okay. Ah, okay, für den gibt's das noch nicht. Dann ist das für einen anderen gewesen. Aber hier gibt es das Highline-Führerhaus. Was natürlich schon mal wesentlich cooler aussieht, ne? Kostet mich aber auch 66. Kannst du vergessen, kann ich mir nicht leisten. Aber was ich mir leisten kann. Ach, guck mal, der 400 PS hat tatsächlich mehr Newtonmeter. Hat aber. Ansonsten alles schlechter. Ne, hat besser Schwergut. Was ist mit dem? Ne, wir wollen ja Standardgut mehr fahren, ne? Kostet mich 128 Euro für 300 PS mehr. Ja, das könnte man machen. Gibt es noch ein besseres Getriebe mittlerweile? Nein. Interieur? Ja, es bleibt so. Lackierung bleibt so. Zubehör. Dann brauchen wir natürlich hier vorne die richtige Badge. So. Hier oben muss der Spoiler drauf. Den wir vorher auch drauf hatten. Kriegen wir hier mittlerweile eine Air Rack Custom. Was ist denn hier? Single Exhaust Stack. Wir haben noch keine Dual Exhaust Stacks, ne? Ne, die Geraden sehen doof aus. Ich finde die Abgerundeten cooler. So. Ja, also wenn wir nochmal 30.000 über haben, oder 40.000, dann kaufen wir mal die, ach, guck mal hier, Headlight Streamline. Die sehen natürlich cool aus, ne? Die sehen auch nicht schlecht aus. Ich finde die cooler. Die sehen besser aus, finde ich. Ach guck mal, hier können wir uns auch noch Flaps vorne hinhängen, okay. Ja, ne, das vorne sieht doof aus, das ist nicht so das Wahre. Front Bumper High, 6 Series, 5 Series, okay. Das brauchen wir nicht. Das können wir hier, hier können wir noch einen Bottom Grill. Pff, nee, lohnt sich nicht. Ach guck mal, da ist sie wieder. Da hinten läuft sie wieder. Die Dame. Genau, das wollten wir machen. Lack. Modern lackiert. Was ist denn da der Unterschied? Ach, das ist Lack und Kunststoff. Das ist jetzt schwarze Dinger, aber... Wo ist da jetzt der Unterschied zwischen modern und... Ah, warte mal, modern und nicht modern war der linke... Ja, genau. Ne, wir wollen auf jeden Fall den Weitwinkelspiegel links haben. Den brauche ich.
Ist Gold wert. So, Interior Lighting könnte man nochmal installieren. Wo ging das denn noch? Hier könnte man irgendwo so... Huch. Ach, wir haben ein Schiebedach, okay. Könnte man doch irgendwo Interior Lighting installieren. Ging das nicht irgendwie? Da? Ne, das ist die Front. Da, Ambient Lights. Blue. White. Ach, weiß ich auch nicht. Ne, lassen wir weg. Ich hätte gerne einen, der nicht diesen... Mir gefallen diese Zusatzscheinwerfer da oben drin nicht. Ich hätte gerne einen ohne die Zusatzscheinwerfer. Die finde ich schrecklich. So. Ach, guck mal, die olle Blende ist da trotzdem. Ist ja doof. So sieht Bart noch am besten aus, finde ich. Oder gibt es den Streamline auch? Ah, guck mal, den Streamline gibt es auch ohne die Scheinwerfer. Das ist doch mal was. Dann machen wir den so. Das finde ich am schönsten. So, die in der Mitte lassen wir weg. Nee, die sehen auch nicht aus. So machen wir das. Das sieht doch am besten aus. So gefällt mir das. Ja, den gibt es mittlerweile Lack und Kunststoff. Also den Spiegel in Lack, das ist doch schon mal was. So, den in Lack. Kann ich hier oben auch noch einen Zusatzspiegel kriegen? Ne, komische Flaggen, die brauche ich aber nicht. Ich habe den Fleck DLC, glaube ich, auch gar nicht. So. Sind noch neue Side-Panels? Nein. Ah ne, wir haben ja unsere eine Halbpipe hier, das reicht ja. Ne, Chassisabdeckung, guck mal. Eins oder zwei? Was habe ich denn da? Das ist so. Ach, wegen Auspuff oder was? Nee, dann machen wir den hier. Das sieht am besten aus. Komplett dicht. Das sieht doch cool aus. So gefällt mir das. Fenders. Low Luck. Schwarz, wenn ich lackiert habe. Ne, ich finde, das sieht tatsächlich in Schwarz dann besser aus vom Kontrast her. So. Ja, dann gehen wir wieder 12.000 Euro für den LKW aus, wie man das halt so macht. Kann ich mittlerweile eigentlich da oben die Randale-Leuchte draufschrauben? Habe ich die schon? Cap Parts? Was ist denn das jetzt? Okay. What is that? Ach, das sind Anbauteile da oben, okay. Lack 1, Lack 2. Ich weiß nicht, was die Teile machen, wir nehmen sie mal. Haben wir schon? Nein, aber wir haben neue, neue Hörnchen. So. Ich sage, die installieren wir mal. Wir könnten hier noch mehr installieren, ne? So, hier könnte dann der RAW hin. So. So, 1000 Euro für Hörnchen. Man braucht Hörnchen. Es steht quasi im Gesetz. So. Der einzige Unterschied hier ist, dass er dann für niedrigere Trailer geeignet ist, ne? Finde ich aber den hohen besser... Ne, bleiben wir beim Hohen, das sieht cooler aus. So, dann haben wir 410 PS in der Maschine. So sieht der Scania doch gleich viel schöner aus. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da, lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich würde mich auch drüber freuen. Folgt mir auch gerne auf Twitch. Ich streame auch Dinge, die hier nicht auftauchen. Quer durch die Bank, was ich gerade so zocke. Wo ich gerade Bock drauf hat, das wird da gestreamt.
Das taucht dann nicht unbedingt hier auf, wenn ich es nur ein, zwei Tage spiele oder so. Das lohnt sich ja nicht. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal irgendwo in Europa.